Es gibt ganze zwei wichtige Tage im Leben. Der eine ist der Geburtstag und der andere, wenn du rausfindest, warum. Und manchmal müssen wir gerade an den zweiten Punkt auch gerne mal wieder erinnert werden. Einen wunderschönen, meine Damen und Herren, liebe Liebende, mein Name ist Urs Wiegehoff, ich bin der Medi-Urs und heute müssen wir mal Kaffee quatschen. Die Woche war anstrengend, die Woche war hart, also für mich. Meine Bestimmung ist es, Menschen zu helfen, Menschen zu helfen. Und da haben wir gestern wieder mal ein Proof of Concept gekriegt. Was ist passiert? Wir waren letzten Samstag in der Wu Wei, in der Schule für Tai Chi und Qigong in Hamburg-Othmarschen bei Jan Leminski und seinen Leuten und haben Tai Chi Trainer, Übungsleiter, aber auch interessierte Schüler zum Thema Erste Hilfe sensibilisiert, haben mit denen geübt, haben ein paar Sachen besprochen und zwei Tage später musste eine Kursteilnehmerin das Erlernte tatsächlich anwenden. Was war passiert? Ihr Mann ist mit Verdacht auf Schlaganfall ins Krankenhaus gekommen. Sie hat es richtig erkannt, sie hat sofort richtig erkannt, sie hat sofort richtig reagiert. Dem Mann geht es inzwischen deutlich besser. Der konnte zu dem Zeitpunkt des Ereignisses nicht mehr reden, hat aber um sich herum mitgekriegt, was da abläuft. Und das ist gerade bei Schlaganfall, ist das nicht witzig. Ne? Wenn du merkst, dass du dich artikulieren willst und du aber auch hörst, das mit dem Reden ist gerade nicht, da kannst du schon in Panik geraten. Sie hat, wie wir ihr es beigebracht haben, ihren Mann beruhigt mit der Stimme einer Late-Night-Radiosprecherin, wie man mir später glaubhaft versicherte, und hat die nötigen Schritte eingeleitet, ohne selber in Panik zu geraten. Und das war am Tag des Lernens im Grunde ihr größtes Problem und ihre größte Sorge. Die Sorge ist somit vom Tisch. Das war schon cool. Was war sonst noch? Es war der 11. September und diejenigen, die meinen Kanal schon etwas länger verfolgen und mich länger kennen, ich habe 9/11 drei meiner besten Freunde verloren. Den Tag später habe ich aus dem Augenwinkel, als ich N24 laufen gehabt habe, gesehen, dass der Drahtzieher dazu Mohammed Atta war. Mohammed Atta war direkter Nachbar meiner Ex-Freundin und der hat tagsüber an der TU in Hamburg Luft- und Raumfahrttechnik studiert und hat abends in der Spätschicht hat er die Halle in der Ausrüstungsmontage gefegt. Mit dem habe ich in der Spätschicht, in der Pause, in der Werkzeugausgabe gesessen und Tee getrunken. Ich habe mich davor und danach nie wieder so in jemanden geirrt. Als ich also dieses Gesicht gesehen habe bei N24, bin ich, wenn man so will, auf Autopilot gegangen. Muss man sich so vorstellen, dass ich mich selber im Grunde wahrgenommen habe, als würde ich mit einer Drohne hinter mir herfliegen. Habe aus dem Wandschrank mit Outdoor-Klamotten einen 100-Liter-Rucksack geholt und habe gepackt, aber nicht gepackt, als würde ich irgendwie campen gehen wollen oder so, sondern als würde ich auf die Jagd gehen. Ich kann mich auch an vieles aus diesem Vor und zu nicht mehr erinnern. Ich bin irgendwann zu mir gekommen, als ich in einer offenen Küche, wie hier jetzt, am Küchentisch gesessen habe und mein Jagdmesser mit japanischen Wassersteinen geschliffen habe. Und habe dann damals an das Whiteboard, was ich da hängen gehabt habe, geschrieben, ab jetzt nur noch mit Plan. Seitdem weiß ich, dass Wut, Schmerz und Trauer ein ziemlicher Treibsatz sein können. Ich weiß aber auch, dass das furchtbar in die Hose gehen kann. Ich weiß, dass Alkohol keine Probleme löst, Milch aber auch nicht. Ich habe im Laufe der Zeit gelernt,
mit dem Schmerz und mit dem Verlust, mit der Trauer so umzugehen, dass ich spätestens am Jahrestag nicht mehr laut lachend mit einer abgesicherten Parkuhr auf irgendwen oder was einprügeln will. Und das ist manchmal nicht wirklich leicht. Wirklich. Gerade wenn du dann irgendwelche Diskussionen mit irgendwelchen Idioten führen musst. Das ist schwierig, ganz schwierig. Also heute ist der 16. Nachher um 10 haben wir Karate-Trainer hier zu einer Erste-Hilfe-Fortbildung. Also Karate-Trainer, Leute aus Karate und aus Kampfkunst. Das ist ein Genre, was mir nicht ganz fremd ist. Ich habe selber mit Karate-Aufbautraining angefangen, da war ich 10. Es hat ganz einfach damit zu tun gehabt, ich habe irgendwann die Schnauze voll gehabt, regelmäßig auf die Fresse zu kriegen und geschubst und gemobbt zu werden, wie man heute so schön neudeutsch sagt. Ich war damals das unsportlichste Säugetier der Klasse und bedingt durch mehrere einigermaßen sichtbare Geburtsfehler war ich das prädestinierte Klassenopfer sehr, sehr lange und habe mich irgendwann angefangen mit dem ganzen Thema zu beschäftigen. Angefangen hat alles mit dem Buch von Rüdiger Neberg, mit Let's Fetz von Rüdiger Neberg. Und da ging es dann unter anderem um Karate und Selbstverteidigung. Irgendwann kam mein Vater bei mir ins Zimmer und kriegte mit, was ich für Bücher mir ausgeliehen hatte in der Leihbücherei. Ich muss dazu wissen, mein Vater war zu dem Zeitpunkt damals noch in Mannheim im Studium, nochmal so zwischendurch, und hatte vieles gar nicht so richtig mitgekriegt. Und hatte das dann aber mitgekriegt, hatte das von mir erklärt gekriegt. Und mein Vater war, bevor er nochmal dieses Studium drangehangen hat, Ausbilder bei der Bereitschaftspolizei in Bremen. Also hat mein Vater mich unter die Flügelchen genommen und dann haben wir zusammen trainiert. Und für die Situation, wo er nicht da war, da habe ich dann halt einen Trainingsplan gekriegt, den ich dann tatsächlich abgekaspert habe. Irgendwann mit 13 oder 14 habe ich angefangen mit Jiu-Jitsu, habe einen relativ kurzen Ausflug ins Wing Chun gemacht, habe aber auch da Sachen gelernt, die mir dahingehend helfen, meine Dämonen im Zaum zu halten. Und im Laufe der letzten 50 Jahre habe ich einige davon gesammelt. Inzwischen würde ich das, was ich tue und praktiziere, eher norddeutsch rasend und wütend mit hebräischem Untertitel nennen. Das wird dann aber auch schnell mal unsachlich. Auf der einen Seite macht es Spaß, auf der anderen Seite hält es mich auf Trab, hält meine Dämonen im Zaum. Weil ansonsten würde ich wahrscheinlich teilweise ganz schön frei drehen. Also Kampfsport und Kampfkunst ist nicht einfach nur die hohe Kunst des auf die Fresse hauens, sondern da gehört viel, viel mehr dazu. Okay. Was war noch? Ein guter Freund und Kooperationspartner von mir sucht für Sanitätswachdienste Unterstützung, und zwar personelle Unterstützung. Michael Veratecki ist der Inhaber von Med247 und macht hier in Norddeutschland Absicherung von Konzerten, von Sportveranstaltungen. Die Anfragen und die Aufträge werden mehr. Das Personal wächst aber witzigerweise nicht auf Bäumen. So, und damit das dann irgendwie auf möglichst viele Schultern verteilt wird, dafür suchen wir, dafür sucht er halt Unterstützung. Ich unterstütze selber mit Teilen meiner Leute auch von Zeit zu Zeit mit Material, Personal oder meinetwegen auch mit der linken Hirnhälfte, wenn es denn sein soll. Und es sind neue Termine auf der Homepage und wir werden nächstes Jahr das Thema Süddeutschland deutlich mehr vorantreiben. Und da werden wir nicht nur Erste Hilfe für entlegene Gebiete, da werden wir den Advanced-Kurs, den ich auf der Homepage habe, aber irgendwie nie so richtig ausreichend Anmeldung dafür hatte. Mit einem Schlag werden die Anfragen dazu mehr, aber das macht hier auf dem Hof wenig Sinn. Hier auf dem Hof unter Laborbedingungen bestimmte Sachen ausprobieren, versuchen, laufen lernen, auch was das Thema Medizin und gerade was das Thema Medizin und entlegene Gebiete angeht, ist das völlig okay. Aber wir haben im Süden ganz andere Möglichkeiten und das wird ab nächstem Jahr, das wird leider geil, fürchte ich.
Und aber da kasper mich irgendwie noch mal kurz vor Weihnachten zu aus. So, Kenners, das war also der Kurzausflug in die letzte Woche. Der Mund ist trocken, der Becher noch voll. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Showtime, folks.